So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Project Unstable. Ich musste gerade den Channel wechseln und deswegen merke ich gerade, Ich war eben bei Purple und Blackie mit, weil die sind auch mit auf dem Server, aber die machen gerade Soundcraft und es ist sauschwierig für mich, dass ich da denen nichts vorsage. Und ich glaube, gleich wird es laut, wir werden es gleich wissen. Und? Nein, das ist auf 1%. So, ich möchte aber das Lied. So. Okay. Wir haben immer noch Weihnachten. Also nicht Weihnachten, sondern der 26. ist heute. Und ja, das heißt der letzte Weihnachtsfeiertag. Ich hoffe, ihr habt schöne Geschenke gekriegt. Es waren ein paar ruhige, angenehme Tage. Ich habe den Film Firmus einen nach vorne geschoben, damit ich hier hinten an das letzte Loch noch diesen Arcane Bellow dran klatschen kann. Damit das schneller geht. Was ich mir diesmal überlegt habe, was wir auf jeden Fall eher machen sollten, ist Infusion. Und das möchte ich diese Folge eigentlich so ein bisschen machen. Dafür brauchen wir nicht viel, wir brauchen eine Runic Matrix. Und müssen das dann mit so ein paar Arcane Pelsel so in so einer Form dort zusammenbasteln. Und deswegen habe ich gesagt, wir machen jetzt mal, brauchen irgendwelche Shorts, das Zeug. Dafür machen wir das. Was? Achso, ich kann diese Ringe machen, ja. Durch Sonic Explosion. ja, also heute bereiten wir die Infusion ein bisschen vor. Dafür brauchen wir nicht so viel. Also ich habe es jetzt einfach mal erforscht. Ich kann auch gleich mal sagen, was ihr braucht für Infusion, wenn es euch interessiert. Also wenn nicht, kurz Ohren zuhalten. aber ich sag euch dann Bescheid, ne? Ich mach das jetzt eh noch nicht. Was brauchte ich noch? Clean Stone, glaube ich, ne? Ne, Arcane Stone brauchte ich dafür, oder? Oh, jetzt bin ich verwirrt. Was brauchte ich? Ich brauchte Arcane Stone, ja. Und den habe ich oben. Ich renne mal kurz. Den habe ich nämlich hier noch zum Bauen benutzt. Bin immer noch nicht sehr viel weiter. Ich muss endlich mal bauen. Aber es war ein Feiertag. Naja, da kann man nicht so viel machen. So. Das außen rum. In die Mitte eine Enderperle. Und Zauberstab. Runic Matrix. Sehr schön. Und der Zauberstab ist fast leer. Yay. So, und dann brauchen wir noch diese Arcane Pedestals. Ich muss jetzt gerade überlegen, wie viele. Wartet. Also eins in die Mitte. Ich hab nur einmal geklickt. Aber ich glaube, theoretisch dürfte das sogar nicht mal so zu viel sein. Bin mir gerade nicht sicher. So, also hier irgendwo in die Mitte. Und das Ding. So, dann ist hier dieses Türmchen. Dann lassen wir mal einen frei und machen wir es hier hin. So. Ich glaube, die reichen nicht mehr. Ne. Brauchen noch 1, 2, 3. Okay, müssen wir noch ein paar craften. Und dann brauchen wir eh noch ein paar andere Steinchen. Oder ich habe noch welche. Aber die werden auch nicht reichen. Diamonds to you. Ja, also wie gesagt, sie versuchen gerade Soundcraft durchzumachen. Und ja, ich habe ja schon gesagt, es ist sau schwierig, wenn man ihnen irgendwelche Hinweise geben will. Aber es nicht darf, weil sie einen sonst töten. Wo ist mein Basic-Zauberstab? Mal kurz gucken. Zauberstab ist nicht da. Wo ist mein Zauberstab? Ernsthaft jetzt, wo ist mein Zauberstab? Das stört mich gerade ein wenig. Weil der möchte ich eigentlich nicht, dass der weg ist. Ich blind? Nee. Ich guck nochmal hier rein. Vielleicht habe ich ihn übersehen. Nö. Genau, dafür brauchen wir nämlich dann den Fusion, weil ich möchte gerne
Diese Übernote, also die Übernote, die absolute Note, möchte ich diesmal eher machen. Ach, dann nehme ich euch einfach nochmal mit dem Mining Age. Ah ja, ihr habt das wahrscheinlich noch gar nicht gesehen. Über den Büchern haben wir jetzt die Namen stehen. Das ist eine Config-Option, die muss allerdings serverseitig und clientseitig an sein. Beziehungsweise, wenn ihr nur im Client seid, könnt ihr das clientseitig in der Config einstellen. Und ich habe gerade eben noch Far Cry 4 gezockt und deswegen dachte ich gerade, ich kann ja mit meinem Wingsuit runtertausen. Hab's mir dann aber in der letzten Minute noch anders überlegt. So, was brauchen wir eigentlich? Air, ne? Was hat das Ding? Ignis und Petit. Ne, Ignis könnte man gebrauchen. Lalalalalalalala. Also ich habe mir schon mal ein paar Notes markiert, ne? Zur Sicherheit. Das Ding hat, ach, das hat ein paar Aspekte, sehr gut. Aber kein Air. Das Ding hat Air. Da oben auf dem Berg. Ganz oben auf dem Berg hinauf. Da oben. Nee, nicht im Norden, im Süden. Im Süden sind die Berge. Ist das Süden? Vielleicht sogar Süden, Osten. Nicht ohne Soße waschen. Okay, nee, ist Westen. Verdammt. Hätte ja klappen können. So, wir brauchen auch unbedingt bald mal ein Jetpack oder sowas. Allerdings möchte ich diesmal Botania auf jeden Fall gerne machen. Das heißt, ich werde mir das Soundcraft Jetpack machen. Wir werden auf jeden Fall die Soundcraft Rüstung diesmal eher machen. Ich will mich dieses Mal sehr auf Soundcraft stürzen. Wir haben jetzt die Basic Machines und alles mögliche. Und mal gucken, dass man noch ein paar Dinge anders regeln können später. Von wegen, haben wir das? Na? Sag schon. Ja, ne, ja, ihr wisst schon. Ne, Au! Egal. So, jetzt hüpfe ich hier runter, um dahin wieder hochzulatschen. Sehr gut. Achso, ich laufe ja nicht mehr, wenn ich die Map groß mache. Das ist die Journey Map. Vorteil einer Journey Map ist übrigens, falls ihr es noch nicht wusstet, ihr könnt hier bei, bei Actions könnt ihr hier Use Browser machen. Dann könnt ihr die Map in einem Browser öffnen, also in eurem Standardbrowser. Und seht dann auch praktisch, wo ihr seid. Seht die erkundete Karte, die wird geupdatet und so weiter. Das ist relativ cool. Hat gerade das Huhn Schaden bekommen. Warum? So, das ist auch eine schöne Air-Note hier. So, jetzt muss ich nur noch nach Hause latschen. Nee, die Hühner, das schwört mein Leben. Ich bin heute mal nicht so grausam. Nee, fliegen möchte ich dann, wie ich die letzte Staffel beendet habe. Also wer die letzte Staffel geguckt hat. In einer der letzten Folgen, leider erst, habe ich diese wunderschönen Flügel gemacht. Und die möchte ich dieses Mal auf jeden Fall eher machen. Weil die sind saukur. Und das bedeutet, dass wir relativ bald eine Widderfarm brauchen. Und das ist auch so ein kleines Ziel von mir. Erstmal mache ich jetzt ein bisschen Soundcraft. Und wenn ich Soundcraft so weit habe, dass ich relativ gut mit den Fusion-Almas habe und theoretisch einen Warding machen könnte, dann fange ich an. Mit dem Wither. Dann muss ich mal gucken. Ich habe jetzt noch nicht getestet, werde nochmal ein Singleplayer machen. Ob ein Wither Obsidian, oder schreibt es mir mal in die Kommentare, wenn ihr das wisst. Kann ein Wither Obsidian zerstören? Mal so eine Frage, die ich habe. Weil ich glaube, Obsidian kriegt er nicht kaputt, oder? Bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, im normalen Survival solltest du ja auch in der Lage sein, das irgendwie hinzukriegen. Kann mir nicht vorstellen, dass der oder jedenfalls relativ spät erst, so, also ich weiß ja nicht. Es reicht mir ja, wenn er es nur spät kaputt kriegt, damit ich diese Bellthorns ordentlich nutzen kann, um den Widder zu töten. Denn wir machen das auf jeden Fall wieder auf die gleiche Art und Weise, nur mit einem. Mit einer Sache machen wir anders. Wir rennen niemals wieder in diesen Raum rein und bauen den Widder. Das passiert alles automatisch. Habe ich mir was überlegt und dafür brauchen wir auch Soundcraft, beziehungsweise Add-on von Soundcraft, das Soundic Tinkering, und zwar kommt das hier hinten irgendwo. Dafür brauche ich dann ein Transvector Interface erstmal.
dann klappt das. So, Infusion. Ich brauchte noch ein paar Steinchen. So, und dann das. Wie viel hatte ich gesagt? 3 brauchte ich noch, ne? So. Okay, dann gucken wir mal. Das, das, das. Und einen haben wir wie immer übrig. Und wie war jetzt diese Innenausbaustattung da? Ich glaube so rum, ne? Im Notfall mache ich es halt nochmal andersrum. Ich kann mir das nie merken, diesen Teil. Na, andersrum. Okay. Es sei denn, ich brauche eine gewisse Anzahl Wissen. Jetzt habe ich natürlich wieder diese scheiß Runic Matrix abgehauen. Mann. So. Okay, also unten das. Das ist halt manchmal nervig an diesem komischen Sash, dass man dann... Bin ich bescheuert oder was? Es war andersrum. Das kann ich mir nicht erzählen, es war andersrum. Unten waren diese Brick-Dinger da. Ja, bin geboren, um zu failen. So. Ich gucke ins Buch. Deswegen habe ich hier diesen Raum gebaut. Da kommt, soll halt die Infusion drin sein. So, was sagt das schlaue Büchlein? Habe ich eigentlich noch ein Buch übrig? Ja. Ja, ich brauche 25 von jedem. Und ich habe von Terry nicht genug. Das ist nicht toll. Moment, wir gehen mal zu Blacky. Denn ich glaube, bei Blacky hatte ich eine Note hier in der Nähe, die Terry hatte. Ja, Blacky hatte eine Note mit Terry. Ich weiß nicht, ob das reicht. 20. Ist jetzt nicht so toll. Ich hab mir jetzt was Besseres erhofft. Die Bücher sind oben. Ich muss auch mal unser Buch nochmal umlegen hier. Hier zu Blacky. Ich kann mal probieren, ob es reicht. Aber theoretisch müsste es zu wenig sein. Oder? Nee, ich hatte 28. Ah, okay. Infusion ist aktiviert. Ich werde dann offscreen nochmal ein bisschen wahrscheinlich wieder an dem Dingens hier sitzen am. Sag schon, ihr wisst ja, was ich meine, diese Automatisierung halt. Der Infusion. Und in der Zwischenzeit kann ich schon mal gucken, dass wir das hier fertig kriegen. Und zwar Essentia Distillation. Da brauche ich nochmal ein paar Cauldron. Ich habe auch offscreen mal ein bisschen Nitor gemacht, das ist ja jetzt nicht so spannend. Das ist nicht so spannend, 3 Kohle und ein paar Fackeln da reinzuwerfen. Und am Ende Glowstone drüber. Das interessiert ja, denke ich mal, nicht so sehr, wie ich Nitor mache, ne? Gibt es andere Dinge, die wesentlich spannender sind. Zum Beispiel mir zuzugucken, wie ich einen Cauldron mache. Das ist total spannend. Sehr gut. So, ich brauche einen Furnace erstmal. Ich wollte ja eigentlich wieder meine schöne Distillation-Dingens bauen, ne? Ich muss ja auch unbedingt mal die Räume besser unterteilen. Das sind alles so Dinge, die man mal machen sollte. Ich glaube, ich baue das erstmal hier so hin, irgendwo. Okay, also ich brauche einen Furnace, das, okay. Das brauche ich noch, dann brauche ich noch mehr Eisen. Oh Gott, das will. Ich glaube, Silverwood habe ich gar nicht. Das wäre jetzt nicht so toll, aber wir können das alles besorgen. Einen Ofen. Silverwood. Ne, ich glaube, davon hatte ich wirklich gar nicht geholt bisher. Na gut, wir haben ja in der Mining-Welt genug. Das und das. Und das und das. A Chemical Furnace. Sehr schön. So.
Dann brauchen wir noch mal ein paar. Okay. Ach so, dafür brauche ich ja das Silbergut. Habe ich wirklich keins? Nicht. Ich hab wirklich keins. Wahnsinn. Ich hätte gehofft, ich habe welches. Okay. Dann das und das. Mal ein wenig reparieren. Mann, der Pool ist immer noch ganz schön leer. Na gut, ich zwacke ja auch immer mal was ab, ne? Für meine Rüstung. So, und dann muss ich ins Mining Age. Ich habe mir wieder nichts zu essen mitgenommen. So schlau wie ich bin. Ist hier irgendwas drin? Da. Koppel. Sehr gut. Der ist der kürzeste. Okay, dann fahren wir nochmal kurz Silverwood. Kleiner Tipp bei Silverwood. Wenn ihr kein Magical Biome, Magical Forest Biome in eurer Nähe habt, wollt aber gerne Mana Beans anbauen, weil das ja nur im Magical Forest geht, dann besorgt euch einen Silverwood Sapling. Na, sehr gut. Denn durch Silverwood Sapling kann es passieren, wenn die wachsen, dass ihr eine Pure Node im Inneren des Baums kriegt. Und das hat den Vorteil, ihr Brokkoli. Was will ich mit Brokkoli? Ihr kriegt dann in diesem, weiß nicht was für ein Radius, habt ihr dann die Möglichkeit, einen Magical Forest Biome zu kriegen. Also ihr habt nicht nur die Möglichkeit, ihr kriegt es auf jeden Fall. Einfach nur, weil da eine Pure Note drin ist. Mal gucken, ob ich hier irgendwo eine finde. Kann ich jetzt mal kurz zeigen. Aber ich bin mir gerade nicht so sicher, ob hier überhaupt noch ein Server ist. Das da hinten könnte einer sein. Gucken wir mal dahin. Ja, das ist einer. Und der hat eine Pure Note drin. Die ist allerdings nicht so pure, ne? Also die ist hier schon ein bisschen fading. Und ich hab's kaputt gemacht. Also, das da drinnen war jetzt gerade eine Pure Note, aber ich, Idiot, hab's kaputt gemacht. Also, ja. Macht das nicht. Wenn ihr so einen Silberbaum habt, könnt ihr auch praktisch als erste Quelle für Wissen nutzen. Aber wie gesagt, eigentlich sollte das nicht kaputt hauen. Ich hab's kaputt gehauen. War nicht so schlau. Dann so eine Note. Ist die hier unten? Achso, okay. Bum, 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 bum. Ich guck nochmal hier hinten, ob da irgendwas gedroppt ist. Hi. Ist hier irgendein Sapling gedroppt? Nope. Ja, wir müssen uns mal wieder diesen. Fakt. Bundesschneller. Nein! So. Ich hasse Treibsand. Na, oh, ich bin ein Idiot. So bekloppt kann echt nur ich sein, oder? Ach, guck mal, sie haben den Treibsand jetzt tiefer gemacht mittlerweile. Ja, also da wäre man auf jeden Fall definitiv tot. Wenn man nicht wüsste, was es ist. Nicht rennen, nicht rennen, nicht rennen. Du hast kaum noch Hunger. Nicht rennen. Ja, so viel dazu. Ich wollte jetzt gerade mal die Note zeigen und ich dachte, ich bin tief genug. Na gut, egal. Das ist halt ein Problem, nicht mit einer Lumberex, ne? Die macht keinen Bogen drum. Achso, was ich auch nochmal fragen wollte, weil mein ich bin mit meinem Mod jetzt schon ein Stückchen weiter. Oh Gott. Der Blood Moon. Oh mein Gott. Nicht schon wieder. So viel Blood Moon hier auf dem Scheiße. Also wenn ihr random Things habt, ne? Überlegt euch zweimal. Könnt den Blood Moon, glaube ich, auch ausschalten. So. Alter. Auf der Karte schon. Wahnsinn. So. Gold brauchte ich noch.
Ich habe kaum noch Gold. Das ist nicht so toll. Wir brauchen viel Gold fürs Homecraft. Was wollte ich sagen mit meinem Mod? Also ich bin jetzt etwas weitergekommen wieder und ich weiß nicht, würde es euch gefallen, wenn ich so vielleicht einmal alle 2 Wochen, je nachdem wie weit ich gekommen bin, also wenn ich weitergekommen bin, so ein Update bringe? Würde euch das, würdet ihr es sehen wollen? Also erstmal mindestens alle 2 Wochen, vielleicht sogar öfter. Würde euch das zusagen, ja oder nein? Bitte einfach mal Bescheid sagen. Das würde mir sehr von Nutzen sein. Ne, warte, der Eimer war da und das Gold war... Ja, so war's. Okay. Nochmal ein Eimer. Was ich gerade mache, sind die Alchemical Fur... Arcane Lambics. Idiot. Ja, sehr gut, ich kann 2 haben. Die können wir nutzen, um Dinge halt hier aufzubrodeln und die gehen dann hier Cane and Lambic und da drinnen kann man sie speichern. Und dann brauche ich noch Folgendes, und zwar ein paar Essentia Tubes. Quicksilver Drop. Habe ich überhaupt Quicksilver? Also Cinnabar ist im Endeffekt Quicksilver, ne? So, dann warten wir mal ab. Neckern, ich will noch mehr. Brauche eh nur die Drops, ne? Der Rest kann ja eh in das Ding gehen. So. Glas habe ich vergessen. Habe ich noch Glas hier? Alter, dieser scheiß Blattmonster. Ein bisschen auf den Sack geht er mir schon. Ich bin am überlegen, ob ich kleinseitig mir das ausschalte von diesem Rot, weil das ist manchmal ganz schön nervig. Wir haben auch kein Glas mehr. Haben wir noch Sand? Das ist gut, Marvel. Wir haben wirklich gar nichts. aber in Mining-Welt möchte ich jetzt nicht nochmal. Da ist Sand. Sehr gut. Okay, dann schmeiße ich nochmal eins rein. Glas, Quecksilber, das und das. Hoffentlich habe ich noch genug Aspekte. Nein, habe ich nicht. Kann ich wenigstens noch Water Jaws machen? Brauche ich auch wieder. Ich droppe einfach mal ein bisschen Sand rein, ne? Ja. Gut. Das kann weg. Das kann weg. Das kommt dahin. Das kommt dahin. Ordnung muss ja erstmal noch ein bisschen sein, ne? Bis wir ein ME-System haben. Aber dafür brauche ich bessere Energieerzeugung und die haben wir noch nicht. So. Gut, dann komm. Gib mal das Zeug hier. Aber wo ist meine. Meine Dingens sind meine. Ja, wie heißt er? Ja, ist mir egal jetzt. Oder? Ne, wie hieß das Ding? Was Säule? Cup. Ah, oh, Mr. Greyfish ist echt überall drin. Es kotzt einen an. So. Water Jars. Mit denen können wir jetzt hier direkt aus dem Arcane Lambic dann auszapfen. Ich kann mal zeigen, was ich gerne machen möchte. Schlafe ich damit. Und zwar könnten wir einmal Boots of the Traveler machen, was ich schon mal sehr bevorzugen würde. Einfach nur aus dem Grund, es ist besser für uns. vom Fortbewegung her. Thermostatic Hardness könnte man dann theoretisch auch machen. Wäre vielleicht auch keine schlechte Idee, oder? Ich mach mal kurz hier das Harness. Kann ich mal gucken, was wir dafür alles brauchen. Dann kann ich mal ein bisschen Zeug besorgen. Das. Ja.
Es reicht ja nicht, dass irgendwie mich einiges behindert. Es muss mich alles behindern an dem, was ich tue. Ab morgen sind die Feiertage vorbei und dann ist wieder mehr Ruhe drin. Beziehungsweise, nee. Heute ist ja noch nicht, nee, also für mich ab übermorgen. Also wird wahrscheinlich noch mal eine verpeilte Folge kommen und dann wird es wieder bergauf gehen. Hoffentlich. Dass ich nicht mehr so verpeilt bin. Aber das ist mir jetzt egal. So und so. So und so. So und so. Und so muss der Dekan ist. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen. Ja, süß und teuer. Brauchen halt nur viel Potential, aber. Kleiner Ausblick: Morgen werde ich diese Automatisierung aufbauen. Mit Hilfe des Essentia-Buffers. Das werden wir noch machen. Wir werden ein paar Essentia-Tubes machen. Crystallization will ich auf jeden Fall automatisieren, aber später, weil dafür brauchen wir dann auch vielleicht noch ein paar eine Node, die da was rein. Alter. Die ein wenig ja, so unterstützen. Hier ist auch was Neues. Ich weiß nicht, was das ist. Das werden wir alles noch erkunden. Was neu in dieser Soundcraft-Version ist. Automagie hat auch ein paar richtig coole Items drin, die wir noch machen werden. Wir werden achso, Ethereal Plattform habe ich ja schon erforscht. Kann ich da welche machen? Das wäre natürlich jetzt richtig geil, weil dann könnte ich noch kurz zeigen, wie ich meine Tür machen will. Ah, das wäre jetzt saugeil. Ach, bitte lass mich noch ein bisschen Greatwood hier haben, dann brauche ich keine Planks craften. Das wäre gut. Das waren Nether Bricks. Ja. So. Machen wir das mal kurz. Ist ein bisschen blöd, dass meine Soundcraft-Ecke hier hinten ist. Ich muss das mal alles besser koordinieren. So, und zwar die Ethereal-Plattform. 12 Stück kann ich maximal machen. So, die können wir hier hinsetzen und dann können wir jeden Vanilla-Block nehmen und das damit covern. Wir können sogar Slabs nehmen. Einfach nur, er nimmt dann die Textur an und überträgt die. Und genau das ist, was ich hiermit machen will. Einziger Nachteil ist natürlich, es geht natürlich nur mit Vanilla-Zeug. Wenn ich jetzt hier die von Chisel nehme, das ist dem Block relativ schnurzpiepegal. Der, ja. Dafür müsste ich aber nochmal was anderes machen. Schaffe ich das noch? Ich glaube, da habe ich nicht genug Aspekte wahrscheinlich. Oh. Ich habe gar nichts drin. Brauche ich denn für einen Paving Stone of Warding? 10. Ne, hab ich nicht. Ne, das machen wir dann nächste Folge. Ich zeig kurz, wie ich das mache mit der Tür. Ich weiß nicht, ob die Mobs da einfach durchlatschen schon. Wenn ja, machen wir auf jeden Fall noch was anderes. Und zwar kann ich jetzt hier eine Plattform aufbauen. Das so kann man. Kommt da was durch? Ne, sind so blöd. Also dann kann ich da einfach durchlaufen. Ah, nein, nicht hochgehen, nicht hochgehen, nicht hochgehen, ihr Schweine. Du stirbst. Aspekte. Verdammt, verdammt, warte. Ich muss mal kurz rein. Wenn ich die Mobs töte, kriegen wir nämlich noch Aspekte. Kleiner Tipp, wenn ihr keine Node bei euch in der Nähe findet, macht folgendes. Baut euch eine Mobfarm auf und tötet die Mobs. Und nehmt euren Zauberstab mit, nicht so wie ich. Also nehmt den Zauberstab wirklich mit, den ihr habt. Denn dann, die Mobs lassen immer mal Aspekte fallen. Die könnt ihr dann für einen Zauberstab benutzen. Das will ich mal zeigen. Hallöchen. So, und dann können wir jetzt hier diese Aspekte einsammeln. Kurz, kann ich das irgendwie hier zeigen? Wartet, denn bei dem Creeper zeige ich es jetzt mal. Ich töte den mal. So. Seht, da war Feueraspekte. Wir haben jetzt hier, mehr drin als vorher. Ich war ja nicht bei einer Node, aber wir haben jetzt hier zum Beispiel 12 Ignis. Und ihr seht, ihr habt kurz hier oben die Pfeile gesehen. Also man kann damit dann auf jeden Fall. Ups. War ein Creeper.
Interessant. Was machst du da? So, dann könnt ihr auf jeden Fall die Aspekte ein... Was hat das Ding alles fallen lassen, bitte? Du Gott. Ja, sammeln wir gleich alles ein. So, aber damit wäre ich eigentlich schon wieder sogar am Ende der Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und wenn ihr jetzt guckt hier, schon wesentlich mehr wieder. Ein Creeper. Hey, nicht explodieren. Ja, so, folgen die mir auch durch die Ethereal Plattform? Nein. Pff, sehr gut. Wir sind jetzt alles dabei. Fun. Mana Cake. Leider auch nicht. Feine Knochen. Creeper Plant Seeds. Alles. Den Mana Cake wollte ich gerade als einziges behalten. Nein. So, okay. Mana Cake behalte ich. Rest kann weg. Und dann können wir einfach durchlaufen. Die Mobs, weiß ich nicht, ob die das registrieren, aber auf jeden Fall, wenn sie rein gedrückt werden oder so, kommen sie auf jeden Fall rein. Und ansonsten halt nur eigentlich gar nicht. Eigentlich kommen sie gar nicht rein, es sei denn, sie werden reingedrückt. Und wir können jetzt hier schon mal ein paar Serial Plattformen machen. Also es ist relativ gut wirklich, wenn ihr nichts in der Nähe habt, was ihr nutzen könnt für Nodes und so weiter. So, aber ich halte jetzt die Fresse, denn ich beende jetzt die Folge. Na gut, ich halte nicht die Fresse, das klingt schon wieder so abwertend. Ich halte jetzt meinen Mut. und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge von Project Unstable. Wenn es wieder heißt, wir haben Spaß mit allem möglichen. Von Soundcraft, von allen möglichen Mods. Und ja, bis dahin verabschiede ich mich. Hoffe, ihr habt noch einen schönen letzten Feiertag. Genießt nochmal den letzten Weihnachtstag. Bald ist zwar Silvester, ich weiß, aber ja, das ist das letzte Mal, wo ihr euch nochmal voll fressen könnt. Und keiner was dagegen sagt. Gut, mit diesen Worten dann auch tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat es wie immer gefallen. Es war ein bisschen informativer dieses Mal. Und ja, können jetzt hier durch unsere Tür laufen. Sehr schön. Ach, ich mag das so sehr. Okay, gut, dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Schnauzer. Auf Wiedersehen. Tschüss.